Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die Steel Orc A3. Ihr bekommt sie im Black Market für ZP. Und zwar, eine Crate kostet 1000 ZP, 5 kosten 4500 ZP und 10 kosten 8000 ZP. Die Steel Orc ist eigentlich eine sehr schöne Waffe, ich kann sie euch nur empfehlen. Vom Spray her alles ist normal wie ein T, also die meisten sind ja ein T. Außerdem passt das alles, es passt wirklich alles optisch gut. Hier seht ihr nochmal die Schussgeschwindigkeit, 2,2 Sekunden und im Spray, normales T, im Zoom, im Zoom ist es 4,12 Sekunden, außerhalb des Zooms 2,2 Sekunden, genauso wie der Reload beträgt auch nur 2,2 Sekunden. Also, ja, schade, dass es nicht bei der Steel Orc so ein Zoom gibt wie, oder eben halt ein Scope, besser gesagt, wie bei der M4 Custom. Das wäre echt cool, oder Micro Galil Scope. Ach, da hätte ich mich so drauf gefreut. Auf jeden Fall ist es nicht so. Finde ich ein bisschen schade, aber was soll man machen? Vom Punkt Power her, auf den Kopf macht sie instant einen Schuss. Also braucht ihr instant nur einen Schuss. Denn auf den Kopf macht sie 100 Damage von jeglichen Distanzen. Von der Close Range 29 bis 31 Damage auf den Körper. Von der Close Range auch 19 bis 21 Schüsse auf die Füße. Aber, womit ich noch nicht spielen kann, ist der Spray. Und zwar, das ist für mich noch ein bisschen schwierig. Aber das kriegt man leicht gebechert. Recall habt ihr ja bereits gesehen, den Spray auch. Und Munition hat sie 30 zu 90. Die reicht eigentlich ganz gut aus. Zwar finde ich manchmal, dass der Reload scheint ein bisschen länger zu sein. Aber das ist wirklich 2,2 Sekunden. Das ist aber echt crank, wie viel 2,2 Sekunden sind und wie viel dann noch und wieder nicht. Vom Aussehen her, ganz cool zu sehen, das Nachladen. Also das gefällt mir besonders gut. Denn er stößt das eine Magazin raus, eben halt bei dem Ausgabehebel. Stößt er dagegen und dann, meine Fresse, und dann nimmt er ein neues Magazin, also er nimmt das neue Magazin, stößt das da rein, also stößt es gegen diesen Nach-Ausgabehebel für die, für das andere Magazin, und ja, katastrophales Bild, und steckt dann das neue Magazin rein. Auf jeden Fall ist sehr schön zu sehen, dass diese so schön gebaut ist wie die Bushmaster, denn einmal das Magazin ist gleich wie bei der Bushmaster, so schön kariert, geriffelt, waffelmäßig, und dann noch der Nachladehebel, dass er jedes Mal zurückgeht. Das ist so geil gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, würde ich sie auch gewinnen. Ich habe sie nämlich nicht. Es passt optisch alles perfekt zu dir, zu der, denn es ist so eine futuristische Waffe, also sowas wie eher, sowas wie Call of Duty like. Es fehlt nur noch Sprinten und dann wäre das Spiel hammergeil. Also dann würde das zu der Waffe passen, meiner Meinung nach. Es macht so einen heiden Spaß, mit der zu spielen. Bam. Und ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Dankeschön an Icecree, der mir seinen Account geliehen hat. Danke dir auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall, du warst der Erste und du bist der Beste. Dankeschön. Und ciao.